Und damit herzlich willkommen zurück bei Stardew Valley. Heute regnet's. Hundi ist drin. Wie sieht's morgen aus? Wieder normales Wetter und wir haben ein neues Rezept. Tortillas. Wow. Wie viele Rezepte wir schon könnten, wenn wir dann nur eine Küche hätten. Die Pflanze müsste auch mal fertig werden irgendwie. Bob. So, heute... Ups. Heute Axt abholen, Spitzhacke abgeben. Hier kann ich nichts ernten, nichts ernten, auch nichts ernten. Eins, zwei... Ripsa. Drei, vier... Hühnerliebe, 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 Hühnerliebe. Ups. Nicht die Hühner abschlachten. Gute Hühnerliebe, Klatsch. Mayo. Da habe ich schon irgendwie festgestellt, es gibt leider keine große Mayo. Das müssten sie eigentlich mal noch ändern. So, hier habe ich auch nichts zu holen. Da auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich die beiden Bäume, aber den hier lasse ich auf jeden Fall stehen. Da könnte ich eigentlich mal noch so einen Tepper bauen. So ein Tepper braucht Holz, ne? Okay, also erst muss ich meine Axt holen. Oh. Na, den hebe ich auf, weil ich erinnere mich gerade, dass wir jetzt eine Ölmaschine haben. Ey, ist das echt das einzige Stückchen Korn? Ne, da habe ich noch 5. Wow. Ja, die Ölmaschine. Hardwood 20 Stück. Ach so. Ist nur fürs Trüffelöl. Ich dachte, man kann aus dem Korn auch Pflanzenöl machen. Offensichtlich nicht. Hm. Tja. Also die Recyclingmaschine. 25 Holz. Die wäre es dann noch wert. Und eigentlich auch die Lightning Rod. Die eigentlich auch. Refined Quartz, 5 Wings. Nee. Überhaupt nicht. Doch, da brauche ich hin. 1, 2, 3. Da wollte ich mal 2 bauen. Guck mal, habe ich noch? Kann ich mir gerade noch so leisten. Frage ist nur, wohin damit? Eine dahin. Und eine dahin. Ja, leider ist das jetzt noch dieser Lauhonig, weil die Pflanze da noch nicht fertig ist. Aber was soll man machen? Ich wollte gerade noch was anderes machen. Ach ja, genau. Ich habe schon wieder festgestellt, dass ich ja hier ja nicht Zeug drin habe. Darum habe ich mich gekümmert. Darum habe ich mich gekümmert. Das wächst. Darum habe ich mich gekümmert. Das bleibt leer. Das läuft. Dann ist es ja gleich um 9. Auf zum Schmied. Ach, den Stall brauche ich eigentlich auch mal noch. Verdammt, ich so viel Kohle, die ich irgendwie bräuchte. Einfach nicht habe. Town. Ach so, ja. Brot. Wissen wir ja schon mal, dass wir das Lea nicht schenken. Steht hier nämlich nicht so drauf. Hito. Ja, was war denn der jetzt mit der los? Hat die sich gedacht, ich rede mit der, während ich hier einen Fischer da angeln habe, oder was? Bitte. Keine Zeit dazu. 20, was weiß ich, 100 Münzen nebenbei verdienen. Mit ein bisschen Angeln. Plücksch. Oh. Kann das sein, dass der grüne Balken schneller steigt, wenn... Oh, Mother Catch habe ich jetzt. Mother Catch.
Wahrscheinlich ist das ein Riesenfisch gewesen. Yay, Eisenhacke. Meine Stiel natürlich. Ja, genau. Und jetzt machst du gleich mal noch die Pickaxe. Dann haben wir hier zumindest... Sekunde. Moment. So. Das Kabelgewusel hier. Ich muss mir da echt mal was einfallen lassen. So, das Headset hat sich nämlich schon wieder gemeldet. Ja, der ist dran. Ich habe noch 3000 Kohlen übrig. Ja, die Axt habe ich jetzt wieder, nicht die Spitzhacke. Heißt, ich kann jetzt nicht in die Mine. Ich kann aber zurück nach Hause und da mal ein bisschen... Oh, ne, wo ich eigentlich hin wollte. Moment, wo ich eigentlich hin wollte. Wie komme ich da jetzt am besten hin? Karte. Moment, ich muss gerade klarkommen, wo ich eigentlich gerade bin. Ich glaube hier lang. Und dann wiederum hier lang, da lang, hier lang. Blonk, 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 da lang. Hier lang. Dann eine scharfe Linkskurve. Die Weg entlang. Oh, hier ist der Typ wieder. Ach ja, für die, die sich jetzt fragen, warum ich diesen super seltsamen Samen nicht ausgesetzt habe, das mache ich im Gewächshaus, sobald ich das habe. Ja, toll. Warum kostet der mehr? Keine Ahnung. Ja, hier ist eigentlich nichts bei. Das Fried Egg brauche ich später für irgendwas. Hier ist nichts bei, was ich jetzt unbedingt brauchen müsste. So, eigentlich müsste nämlich jetzt der hier kaputt gehen. Alter. Chantarelle, okay. Gegner, okay. 5 Schläge, okay. 1, 2, 3, 4, 5. Hey! Could you please not? Eine Chantarelle. Das ist nämlich der Secret Forest, von dem ich sprach. Jetzt wubbelt der Controller hier rum, wenn ich da was hitte. GG. Habe ich das nicht sogar ausgestellt? Controller Force Feedback? So. Old Master Canali. Okay, das ist ein Koch gewesen, wie es klingt, weil er immer noch nach dem besten Geschmack sucht. Wir angeln mal im Secret Forest. Mal gucken, was da so geht. Brauche ich ja doch wieder den Controller. Moment. Moment, Moment, Moment. Angeln will... Wow, 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 wow. The fuck? Du, ein bisschen hier mal klarkommen. Ja komm, so schnell reagiert das Ding gar nicht. Willst du mich jetzt verarschen? So schnell kommt der Balken einfach nicht nach unten. Brauche ich bestimmt eine andere Angelroute oder sowas. Karpfen. Oh, nice, den brauche ich auch noch. Den Karpfen brauche ich auch noch. Mir ging es ja eigentlich bloß um das Hartholz, was ich jetzt gesammelt habe.
Und ein Woodskip, die brauche ich beide noch. Okay. Belassen wir es dabei. So, das Hardwood habe ich gesammelt. Da ist noch ein Pilz. Ah, ein Frosch. Entschuldigung. Mit Lea müsste man auch mal wieder quatschen. Die ist sogar zu Hause. Ich habe nichts dabei, was ihr was taugt, oder? Keine Früchte. Doch, eine Frucht habe ich dabei. Yay, super Geschenk. Ich könnte mal wieder was Neues kochen. Ah, was Würziges. So, die Pickaxe ist gerade in Arbeit, aber meine Axt ist jetzt fertig. Damit kann ich auch genügend Hardwood sammeln. Und Holz im Allgemeinen. Da kann ich die Recyclingmaschine bauen und so weiter und so weiter und so weiter. Okay, wo fangen wir an? Hier oben ist erstmal alles clean. Hier liegt nur ein einzelner Blub, der da raus muss. So, unser erstes Ziel ist erstmal wieder bis zum Gewächshaus sauber zu machen. Dahinter kann erstmal noch verwildern. Sieht bestimmt auch ganz cool aus. Aber hier vorne muss ich jetzt mal wieder klar Schiff. Der kann stehen bleiben. Der Weg. Der Weg. Eine Spitzhacke habe ich jetzt nicht. Was aber nicht ganz so schlimm ist. Geht auch so. Ich schneide erstmal gerade eine Linie nach unten quasi. Alleine das wird schon ewig dauern. Ich mir das hier so angucke. Okay, dann hören wir hier erstmal auf. Da war auch noch irgendwas. Da ist noch irgendwas hier. Da ist noch ein Baum. Ein bisschen mal Herre werden dieser Verwalderung, dieser Verwilderung hier. Mit Verwalderung ist auch nicht verkehrt. Das war irgendwas Größeres. Plopp, plopp. Weg damit. Hier ist ja auch noch ein ganz kleiner Baum wieder. Hier ist noch ein riesen Baumstumpf. So sind wir doch schon wieder ein bisschen näher gekommen. Okay. Der noch weg, der noch weg, der noch weg. Gut, das Ganze müssen wir noch ein paar Mal machen. Der da links muss auch noch weg. Das hier muss alles nochmal weg, 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 bis hier runter weg. Hier hinten, der muss weg. Eigentlich will ich hier hinten gar nichts mehr sehen an Bäumen, damit es halt hier auch aufhört nachzuwachsen. Ernten musste ich heute nix, nein. Ich habe jetzt genug Holz, das heißt, ich hole mir bisschen Kupfer. Mit dem bisschen Kupfer baue ich mir einen Tepper. Zack. Was wollte ich mir außerdem noch bauen? Eine Recyclingmaschine. 25 Holz, ein Eisenbarren. Ein Eisenbarren. Holz. Steine. Recycling Machine. Okay. Dann du dahin, du hierhin, du dorthin. Ups. Die haben alle, aber der hier hat noch nicht. Zack.
Ist sogar ein Acorn rausgefallen, weil. Dann das Brot wollte ich aufheben. Das Hardwood muss ich aufheben. Das Holz muss ich aufheben. Die Recyclingmaschine. Nö. Die setze ich mal hier so daneben oder hier so dahinter. So, dann holen wir mal. Den muss ich auch mal einen aufheben. Einen aufheben. 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 Okay. Noch zwei neue Snacks. Dies wird dann verkauft. Man muss ja auch mal ein bisschen Kohle machen. Weg, 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 weg. Das nicht, das nicht, das nicht. Deshalb haben wir jetzt gemerkt, ist ganz, ganz wichtig. Dahin. Zack. Und, ja, genau. Müll wollte ich holen. Und zwar eine Brille. Habe ich nur eine Brille? Na gut, habe ich halt nur eine. Liegt bestimmt irgendwo noch eine Brille rum. Dann kann der nämlich hier anfangen, den Müll zu verarbeiten. Wie sieht's aus, Holz? Ich habe 14 Kohle. Da schnappen wir... Oh, halt, ich brauche ja 40 Holz. Machen wir nochmal 2 Kohle. Gut, ich würde sogar sagen, wenn es heute eh regnet und die drin essen, setzen wir mal hier die Sichel an. Kann da wieder ein bisschen was nachwachsen. Apropos Sichel ansetzen. Wir gehen mal noch hier hinter. Das ist hier hinten einfach so zugewildert, das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht klar. Ja, genau, das dachte ich mir nämlich fast, dass hier... Eieiei. Du kommst halt auch nirgendwo mehr durch hier. Das ist alles beschissen. Weg damit. Hier unten ist das Gras schon wieder gewachsen, bis sonst wohin. Alles weg. Gibt jetzt dann im Herbst eh nichts Neues mehr so richtig an Gras. Können wir ruhig mal hier ein bisschen ausdünnen. Hab hier eh eine Grasfarm und eigentlich müsste es auch reichen, was ich jetzt noch habe an Heu. Okay, da laufe ich gar nicht erst hoch. Hier ist alles dicht. Hier muss ich mal unbedingt jetzt nach und nach mit der neuen Axt Platz schaffen. Deswegen habe ich hinten so ein Grasfeld angefangen. Weil hier einfach Platz ist, da ist frei. Irgendwas hängt da. So. Oh. Einmal White Seeds. Ich habe da immer noch ein Stück Pflanzenteppich übrig hier. Hm, denke ich dann aber auch dran, den zu gießen. Das ist die große Frage. Dann lieber hier. Da gieße ich sowieso. Gucken wir mal, was das wird und ob das über... Ach, da wäre noch einer gewesen. Ich habe nicht zufällig noch Wild Seeds irgendwo. Na, zum dritten Mal da reingeguckt. Doch, da. Da kann ich nämlich hier noch einen ausbringen. Der wird sogar automatisch mit bewässert. Und dann meinetwegen hier unten auch noch einen. Gucken wir mal, was draus wird. Kohle, Kohle. Das ist super. Klatsch. Dann noch das Gras weg. Und dann sind wir erstmal hier. Oh. Hat den ersten Müll schon umgewandelt. Auch das finde ich durchaus super. Gibt sogar einen Refined Quartz. Das ist auch nicht übel. Hat er jetzt. Okay, sage ich nichts zu. Ich habe immer noch 4000. Die Frage ist, ab wann sollte ich aufhören? Tortillas hatten wir schon. Ab wann sollte ich aufhören, nochmal was anzupflanzen? Hundi?
Lass mit dir reden, dann halt nicht. Hallo, lass mich ins Bett. Danke. Guck mal, was wir verdient haben. Oha, naja. Naja. 800 ist jetzt nicht so die Wonne. Keine Feldfrüchte. Achter Fall. Gut, und damit bis zur nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Ciao.